nicht. Entschuldigung. Aber ich könnte ja noch mal einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Nein, also Folgendes. Die Sache ist die Folgendes. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich bin etwas konsterniert darüber, was dieses Lobbytum angeht in Deutschland und die Lobby, die am mächtigsten ist in Deutschland, ist auf jeden Fall die Pharma-Lobby. Habt ihr schon mal gehört von Avastin? Dann möchte ich euch ganz gerne mal etwas erzählen, was wirklich nicht lustig ist. Ich habe ja viel erzählt, was lustig ist. Deswegen erzähle ich euch mal eine Sache, die weniger lustig ist. Avastin ist, das ist ein Medikament, was ein Chemotherapeutikum ist. Also ein Medikament, was zur Behandlung von Krebs eingesetzt wird. Und ist vielleicht der Break jetzt ein bisschen krass, müsst ihr leider mit zurechtkommen. Es ist einfach so heftig gewesen, dass ich euch davon berichten muss. Deswegen müsst ihr jetzt leider diesen Break verarbeiten. Avastin ist von Roche entwickelt worden. Roche macht einen Umsatz von, nur mit diesem Medikament, einen Umsatz von 5 Milliarden Euro jedes Jahr. Avastin wird eingesetzt zur Behandlung von Brustkrebs. Es gibt die EMA. Das ist die Zulassungsbehörde für Medikamente in Europa. Die lässt jedes Jahr eben bestimmte Medikamente oder befindet darüber, ob Medikamente zugelassen werden in Europa. Jetzt dieses, das Krebsmittel Avastin wird eben dafür eingesetzt, dass Tumore wie Brust, eben bei Brustkrebs nicht mehr weiter wachsen. Jetzt Avastin hat die Zulassung von der EMA bekommen in Europa. Das Erstaunliche ist eben, dass Avastin sozusagen von die Firma Roche ist hingegangen und hat auf einmal ganz erstaunlicherweise 10 Mediziner gefunden, die Avastin als das neue Wundermittel sozusagen gepriesen haben. Nun ist aber herausgekommen, dass von diesen 10 Medizinern 8 auf der Gehaltsliste von Roche stehen. Oh Wunder! Also von 10 Medizinern stehen 8 auf der Gehaltsliste von Roche. Da fragt man sich natürlich, gibt es da nicht einen kleinen Interessenkonflikt? Komisch. In Amerika ist Avastin nicht mehr zugelassen. Wegen den Nebenwirkungen, die mitunter gravierend sind, wie innere Blutung, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und ich möchte einfach auch so etwas wie den Power Shield Slam auch mal nutzen, um den Leuten klarzumachen, dass es eben neben den lustigen Sachen, die man, oder diesem Ereignis, dass man eben vielleicht mal Spaß machen kann, eben auch
solche Foren nutzen kann, um vielleicht Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir in einer Welt leben, wo wir einfach von Interessenlobbys einfach nur von vorne bis hinten verarscht werden. Deswegen, ihr müsst einfach in eurem Alltag darauf achten, dass wir von irgendwelchen Lobbys derbe wirklich nur noch ausgenutzt werden. Das war sozusagen eine Sache, die ich an der Stelle loswerden wollte. Das war das, was auf meinem Text stand, den ich ja leider in der Form gar nicht loswerden konnte. Das war eben die Sache, die ich jetzt loswerden musste, bevor ich jetzt zu dem Schwank aus meiner Jugend komme. So, Schwank aus meiner Jugend ist, ihr kennt das alle, ihr seid alleine zu Hause, kennt ihr bestimmt, ne? Ich bin 16 Jahre alt und habe sturmfrei. Was passiert dann, wenn man sturmfrei hat? Dann lädt man alle Leute ein, die man kennt. Oder? Kennt ihr das nicht? Ja, ja. Das kennt ihr, oder? So. Alle Leute eingeladen, die ich kenne. Schnappschrank meiner Eltern komplett leer gemacht. Das führt dazu, dass Mr. J.H. Ja, der eine Mensch lacht schon, er kennt die Geschichte, sich gütlich getan hat am Schnaps. Kennt ihr das Spiel Meier? Auf jeden Fall, das Spiel Meier geht so, man würfelt und trinkt dann ein Schnapsgläschen. Manche Leute haben das ein bisschen falsch verstanden, bei denen ging es eigentlich nur darum, möglichst viel Schnaps in möglichst kurzer Zeit in sich reinzufüllen. Auf jeden Fall, der junge Herr hatte vorher noch nicht so viel Schnaps getrunken. Es endete damit, dass dieser Mensch nackt durch meine Wohnung lief. Alle Menschen saßen bei mir im Wohnzimmer. Auf einmal tappert ein Mensch nackt durch meine Wohnung. Ja, du musst dir vorstellen, du sitzt in deiner Wohnung im Wohnzimmer und auf einmal läuft ein Mensch nackt an den anderen Menschen vorbei. Jetzt geht's dir gut. Ja. Auf jeden Fall verschwand Jens in dem Badezimmer und ging duschen. Es endete damit, dass ich am nächsten Tag aufgewacht bin und Jens in meinem Zimmer saß. Es war ziemlich kalt, eiskalt. Er hatte die Fenster aufgerissen. Und ich sah nur noch eine Schnapsleiche, die mit blutunterlaufenden Augen auf meinem Sessel saß und irgendwie ein Grunzen von sich gab. Und ich ihn fragte, was denn los wäre. Aber ihm ging es, glaube ich, gar nicht mehr so gut. Auf jeden Fall hatte der Junge komplett meinen Bettvorleger vollgekotzt. Auf jeden Fall klingelte das Telefon, meine Eltern verkündeten mir, dass sie vorhätten, heute schon nach Hause zu kommen. Was auf jeden Fall meine Planung komplett aus dem Konzept brachte, weil eigentlich erst geplant war, dass sie erst eine Woche später nach Hause kam. Naja. Die Story kommt nicht so gut, ich weiß. Ich habe meinen Nachnamen. Ha 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 ha